Neues Jahr, neues Video. It's Clubbering Time. Wo haben wir aufgehört? Bei Nightmare on In Elm Elm Street Street. Teil 6. Gleich Teil 7. Sind so viele Finger. Ja, und zwar Teil 7 stand noch offen von der Originalreihe. Läuft auch im Hintergrund. Und bevor wir richtig loslegen, muss ich noch sagen, wo ist denn die DVD-Hülle davon? I don't know, hier. Ja, die ist damit verpackt. Hier steht ja nun drauf, Nightmare on Elm Street, nö, Teil 7. Und da muss ich sagen, die Leute, die diese scheiß DVDs rausbringen, sind so panne, den Originaltitel da nicht drauf zu quatschen, weil das hat nichts mehr mit der Nightmare-Reihe zu tun. Never ever. Ja, Also vom es Titel ist her. halt, na, es ist Teil wahrscheinlich. 6 schon, also ich finde diese Originaltitel halt geil, Freddy's Dead. Also nur Freddy's Dead, nicht noch irgendwie Ja. mit Elm Street rumgebappt und dann im Deutschen Freddy's Finale. Falls du diese DVD, diese Videokassettenhülle noch kennst mit dieser Hand drauf. Du hattest es, glaube ich, du hattest es Ja, nur aus einer Zeitung, hast du gesagt beim letzten stimmt, Special. ja. Aber es wirkte halt schon anders nach dem Motto, das ist jetzt definitiv der Ja. letzte Teil, dann nennen wir den auch anders. Und der hieß ja dann Freddy's New Nightmare. Auf der Video- und DVD-Hülle. Stimmt, war der nicht am Anfang nur als New Nightmare beworben Als Wes worden? Craven's New Nightmare, ganz Ja. genau. Und selbst am Titel erkennst du da wieder, das Thema ist anders, der Grundton ist auch ganz anders und der Film ist auch komplett anders als alles andere. Und zwar spielt der halt nicht in der Reihe, Also die, in der Elm Street-Reihe. Wir wir sind sind aus der Elm jetzt. Street-Reihe raus. Teil 6 war der Abschluss aller vorhergehenden Teile. Aber die Kuh war noch nicht wirklich gemolken. Also, das war so wie alles rausgeholt. Ja. Jetzt schlachten wir es einfach mal. Und wer Okay. ist besser als sowas zu schlachten als der Schöpfer Ja. dieser Reihe? Also, kam Wes Craven wirklich nochmal zurück zu seiner Anfangszeit von diesem eigentlich geilen Franchise, der dann irgendwann bachab runterging, ne? Ja. Abwärts ging. Es war doch so gewesen, dass nachdem The Final Nightmare durch war, ich glaube, ein paar Monate später hieß es ja dann gleich, halt stopp, wieso ist Freddy jetzt tot? Da muss doch noch was kommen. Da Und muss noch dann, was kommen, ja, und die Fans. ja. Aber ich fand es gut, also mal grober Umriss vom Film an sich, der spielt nicht in der Reihe, haben wir ja gerade gesagt, der spielt im Leben der Darsteller. Ja. Hauptdarstellerin ist Heather Langenkamp, die sich selber spielt. Robert Englund spielt sich Wes selber. Craven spielt sich Wes selber, Craven der spielt sich Produzent bei selber, New Line Cinema. Produzent, Also man ist quasi im realen Leben und genau. ja. Also auch aufgegriffen, Heather Langenkamp hat ein Kind, ist mit so einem Make-up-Maskenbildner-Typen zusammen. Ja. Und da setzt er auch halt ein und zeigt nochmal die Fans, wie die darauf reagiert haben, dass die Reihe zu Ende ist. Ja? Also Heather Langenkamp kommt dann zum Gespräch zum Produzenten und der sagt dann, ja, die Fans, die wollen ihn halt wieder Ja. zurück. Ja? Und Robert Englund hat mal einen coolen Satz gesagt, weil du ihn hier drin siehst in dem Film, in Make-up, in einer Talkshow, Ja. dass sich Freddy irgendwann prostituiert hat. Für allen möglichen Scheiß. Ja, Es gab doch stimmt. dazwischen noch diese Serie, wo Ja, Freddy so ein Showhost war, wie der Crypt Keeper so eine, von Geschichten aus der ja, Gruft. wo sie dann wirklich so ein übelstes aus Freddy quasi oder aus der Nightmare-Reihe so, wir hatten ja schon über das Merchandise gesprochen. Und es war ja dann damals die Zeit, wo sie wirklich aus jedem Scheiß quasi Freddys verbranntes Gesicht drauf geprintet haben, nur um Ja, Geld zu ganz machen. genau. Und da war quasi dann aus diesem Ursprungs, hatten wir ja auch schon mal gehabt, der Ursprungston des ersten Teils und des zweiten, der so ein bisschen bizarr war, fing dann mit Teil 3, 4, 5 und so weiter. Dieser Splatter-Bösewicht, Mörderkram nahm ja dann immer mehr an Fahrt ab, sag ich mal. Es wurde dann halt Ja. einfach nur diese Klamauk-Geschichte. Und das haben sie ja da auch noch mit parodiert, als dann so eine Talkshow dort inszeniert worden ist, wo halt er als Marke dargestellt wurde und kleine Kinder in Freddy-Masken da saßen, wo man dachte, Mensch, wie ernst kann man das Ernst einfach kann man nehmen? es noch nehmen. Ja. Und im Film siehst du selber halt, Heather Langenkamp ist dann so sichtlich eingeschüchtert nach dem Ja. Motto, sie ist halt nicht der Star geworden. Sie Ja. hält sich über Wasser mit irgendwelchen TV-Produktionen. Und Robert Englund ist halt so mega bekannt Ja. als Freddy. Ja, und da geht es auch schon los. Dass sie, wie gesagt, diese Showangebote kriegt und dann nochmal vom Produzenten eingeladen wird, wir wollen einen neuen Nightmare-Film drehen. Ja? Der Film fing schon anfangs an mit Albträumen, wo du dir denkst, Stimmt, ja. es ist ein Nightmare-Film, aber Ja. dann wird es aufgeklärt. Ja, also der Film geht los und du denkst, du schaust einen Nightmare-Film und dann Ja, bricht es Diese auf, typischen Spoofs, dann Cut, und dann zack. siehst du bist an dem Filmset, wo sie einen Nightmare-Film drehen.
Was und, dann aber selber wieder ein Albtraum von der Heather war. Genau, also ja, total obskur und Tenor ist dann, dass halt Heather Langenkamp tatsächlich wieder von Freddy Krueger träumt, wird ja zu Wes Craven eingeladen und dann unterhalten die sich und Wes Craven hat auch wieder Albträume von Freddy. Siehst dann so ein Bild in seiner Wohnung, wie er gerade ein riesengroßes Gemälde malt. Das war bei Robert England. Oder bei Robert England. Den konsultiert sie dann. Stimmt. Wir sehen übrigens im Hintergrund gerade diese Talkshow. Ja. Wo er dann auftaucht und sich als halt coolen Bösewicht gibt, ja. Ja, wir waren jetzt hier gerade bei Heather, die dann von Freddy träumt. Genau. Und sie träumt nicht nur davon, es passieren auch wieder Sachen, und zwar im realen Leben, also im realen Leben. Ihr Mann kommt dann ums Leben, bei einer Autofahrt. Der bei Autofahrt und das ist sowas, was du mal angesprochen hast im Special, diese Verbindung. Jemand schläft ein, zum Beispiel dann am Steuer, ihr Mann schläft am Steuer ein und hat dann einen Autounfall. Im Traum siehst du, wie dann die Kralle ihn aufreißt. Aber man kann ja auch denken, er hat einen normalen Autounfall. Ja. Und da wird es dann so langsam klar, dass das vielleicht doch nicht alles nur so ein Filmding ist, wo die Schauspieler drin befinden. Ne? Sondern dass wirklich, dass jetzt die quasi das Freddy es schafft, in der Realität, die uns gezeigt wird, jetzt tatsächlich diesen Schritt rüber zu gehen. Also jetzt hat quasi diese Filmfigur die realen Schauspieler eingeholt. Ist wahrscheinlich jetzt schwierig für diejenigen, die den Teil noch nicht gesehen haben, jetzt nachzuvollziehen. Man muss es wirklich dann gesehen haben, jetzt diesen Plot, aber... Wes Craven erklärt es auch schön in dem Dialog, die Reihe ist zu Ende, der Geist ist aus der Flasche. Ja. Und die haben ihnen, also die Fans, die Darsteller, so viel Kraft gegeben, anscheinend diese Figur, dass der sich manifestiert hat als Dämon oder böse Gewalt und er bricht jetzt raus. Es gefällt ihm, also dem Wesen Freddy zu sein. Ja. Und was wäre das Erste, was Freddy machen möchte? Natürlich seinen Erzfeind zu töten, also die Heather. Und ja, das weitet sich dann aus auf ihre Story mit dem Sohn. Stimmt, der Sohn. Der will dann über den Sohn dann in die reale Welt oder wieder Fuß fassen. Ja. Und du hast immer so ein Hin und Her zwischen den Szenen aus dem ersten Film, aus dem Originalteil und aus, also jetzt neu. Ja, also zum Beispiel diese Todesszene von der, als Beispiel. Damals die Tina, die dann an der Decke lang geschliffen wird. Genau. Und so ähnlich ist es dann auch, dass die Babysitterin von dem Sohn von Heather Langenkamp in dem Film halt auf fast dieselbe Art und Weise Wand hochgezogen. Diesmal war es aber, glaube ich, im Krankenhaus. Diesmal war es im Krankenhaus und du siehst auch, wie Freddy dann sie hochzieht, ja. Aber das war cool gemacht. Mega. Das war halt quasi neu, aber irgendwie auch wieder so klassisch. Also man hat sich als Freddy Krüger-Fan oder Nightmare-Reihen-Fan, man hat sich wieder zu Hause gefühlt, so blöd oder so obskur das klingt. Aber es waren so wieder Elemente, wo du sagst, geil, es geht langsam wieder in dieses... Ernsthafte auch, also komplett weg vom Klamauk. Ohne One-Liner? Ja, der macht ein, zwei Sprüche, aber die dann auch wirklich drastisch sind. Ja. Ne? Was ich geil fand, ist das die Optik von Freddy Krueger. Die ist komplett mega anders, geil. Ja. Mega also geil. Wes Craven hatte ja schon damals 1984 geplant, ihn nicht wirklich nur so verbrannt und pizzagesichtlich darstellen zu wollen, sondern auch sehr gruselig, also wie aufgebrochene Haut, da kommen die Muskelfasern durch und so ist es. Im New Nightmare gewesen. Die Haut ist aufgerissen, die Nase, das ganze Gesicht hat eine ganz andere Struktur als der übliche Freddy. Ja. Es war nicht so dieses Verschmolzene, sondern war wirklich so, dass dann so wie Hautstücke richtig fehlten. Ja. Du hast Sehnen gesehen, du hast Adern gesehen. Die Hand war kein Handschuh, sondern ganz es waren genau. fünf Klingen, glaube ich. Es waren fünf Klingen und die sagen das auch im Film. Dagegen wirkt die alte Kralle wie der Wollhandschuh von Mutter Teresa. Ja, also wirklich so ein... Eine richtige Hand. Verchromte Klingen mit Adern und Knochengeflecht und dann so ein etwas dickerer Pullover. Er sah auch so ein bisschen trainierter, massiver aus. Ganz genau. Der Pullover war anders gestreift. Also das Farbschimmer war von Rot auf Grün zu Grün auf Rot. Und es war halt auch so ein bisschen Olivgrün. Und dann halt dieser Mantel. Mantel ist sehr, sehr geil. Und was ich auch geil fand, ich habe das auf so ein paar Promobildern gesehen, so ein bisschen so wie richtige Boots hatte er da diesmal angehabt. Es gab ja manchmal so Filme, da hatte er so lange schwarze Hosen angehabt mit so normalen Arbeiterschuhen. Und diesmal war es eher so wie so Springerstiefel, Trenchcoat und alles ein bisschen massiver. Also er sah von seiner Physis her und von der Optik noch bedrohlicher als sonst. Geil aus, die wollten da richtig ein richtiges Badass rüberbringen, so wie sich das Wes Craven auch damals vorgestellt hatte. Ja, also er hat ja wirklich als richtiger Mensch, sage ich jetzt mal, davon geträumt, dass Freddy ihn heimsucht. Und das hat er dann nochmal auf diesen Film übertragen, der dann dieses Pseudo- reale darstellt, Also es war wirklich diese Metaebene halt im Film. Ja, so wie er dann halt wirklich in der Realität in diesem Fall halt war, sah er halt auch erwachsener aus. Ja. Er war halt nicht mehr so ein schmächtiger Kollege hier mit einer langen Flatterhose, sondern wirklich Springerstiefel, einen ordentlichen massiven Body,
die Krallen und war halt entsprechend einfach nur so das Buch mit mega geilen Kontaktlinsen. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hatte mich damals auf diesen New Nightmare dann gebracht. Der brachte mir irgendwann aus der Stadt damals eine Postkarte mit. Damals fing das in den 90ern, Mitte der 90er an, mit diesen Ad-Cards. Da hat so in jedem Kneipe, in jedem Restaurant irgendwelche, was heute auch fast jeder macht, irgendwelche Postkarten, so Promo-Postkarten. Und da war so ein Bild von Freddy Krüger in so einer komischen Promo-Szene, diesen, und unten drunter stand, habt ihr mich vermisst? Und da hast du schon so diese giftgrünen Kontaktlinsenaugen gesehen. Und das war echt mega geil. Also, da fing es an, das war quasi genau dieser Punkt, was wir beim letzten Special schon gesagt haben. Teil 6 war gerade so der, den ich mir auf VHS-Kassette besorgt hatte. Und dann kam ein paar Monate später dann offiziell Teil 7 gerade raus. Und es war so gerade so diese Übergangsphase. Das war eine mega geile Zeit damals. Und ein absolutes Neuland. Also dafür, dass Wes Craven diese Figur erfunden hat, war es schon gut, dass er die dann auch erstmal zu Grabe getragen hat Ja. und dann mit so einem ganz anderen Thema. Ja? Also das Nightmare-Thema hat sich ja immer irgendwie Ja, ähnlich ja. hin und her gezogen und ist jetzt nicht immer die beste Idee, dann so eine Metaebene zu machen zwischen Real Ja. und Fiktion, aber für Freddy an sich Boah, es war wäre es, mega, ich hätte ja. auch mir nichts anderes vorstellen können, Ja. als das dann erstmal so zu Grabe zu tragen. So war Ja. es ja dann auch. Ne? Es war ein schöner Abschluss, ne? Ja. Also klar, am Ende der Handlungsstrang, Heather Langenkamp setzt sich quasi mit ihrem Sohn in direkten Kampf gegen Freddy, Da fand ich es auch ne? cool, dass die Reale und die Fiktion dann verschmolzen sind, als ihr Vater dann sagt, warum nennst du mich Donald Nancy? Ja, stimmt. Und Der Vater, der Schauspieler, original. der den Vater gespielt hat, in Nightmare on Elm Street 1, war auch wieder mit von der Partie und hat in dem Film, in der Realität, quasi dann plötzlich zu Heather Langenkamp Nancy Nancy gesagt. Also gesagt. es vermischte sich dann plötzlich, dass die Darsteller sich bei ihren Darstellernamen Namen, nannten. Und ja, das und war dann auch irgendwann total die Klamotten absurd. Ja, anhatten. ja. Und da hast du gemerkt, jetzt geht's so in diese Filmebene und da Ja. musste auch dann Nancy so in diese Filmwelt eintauchen. Ja. Das ist ja auch passiert, so nach dem Motto Hänsel und Gretel. Sie folgt Ja. dann diesen Spuren aus Schlaftabletten, die sie ihrem Sohn gegeben Genau. haben. Die hat er ja gesammelt, um dann halt mit einzutauchen Genau. in den Albtraum quasi. Und was auch interessant war, Funny Fact Nummer 1, es kommt dann noch einer. Der Kleine hatte ja, um sich zu schützen vor Albträumen, hatte ja seinen kleinen Plüschdinosaurier, Rex. Und diese quasi Rex war ja ständig irgendwie da und das war gerade auch dieser Jurassic Park-Hype, wo plötzlich Dinosaurier-Spielzeuge wieder extrem im Kommen waren Anfang der 90er. Das nur noch mal so als ganz kleinen Nebenfakt und Thema Erdbeben. Stimmt, also die hatten das schon vorgedreht, dass immer halt ein Erdbeben in der Stadt dann vorherrscht zu den Szenen. Also wenn Nancy Heather aufwacht. Und dann kam wirklich ein richtiges Erdbeben und die dachten sich, Ja. Mensch, wir filmen einfach das, was alles in der Stadt zerstört ist und haben dann so geile Ja. Einstellungen. Es gab damals in Los Angeles 92, 93 oder 4, irgendwie so in Anfang der 90er gab es heftige Erdbeben in Los Angeles, wo auch etliche Leute gestorben sind, Infrastruktur komplett zerstört worden ist. Und da hat der Regisseur zur B-Unit gesagt, Leute, schnappt euch eine Kamera, filmt so viele Szenen von dem zerstörten Los Angeles wie möglich, dass wir das mit einbauen können. Und somit hatten sie quasi ihre Szenen, konnten das noch mit einarbeiten. Also tragische Unfälle, aber halt für den Film entsprechend sehr, sehr geiles Material, um das Ganze Ja. noch ein bisschen authentischer zu machen. Das war New Nightmare 1994 und da war auch dann erstmal für Freddy das Ende. Also wir wollen jetzt nicht wieder ausufern für einen Special Nee, Part und so richtig, lange um drüber Gottes Willen, reden. ja. Da war Freddy dann nochmal so ein 90er Auffall. Ja, so Ne? dieses nochmal aus, so quasi die Restwehen der 80er waren dann Ganz nochmal da genau. und dann war es mal Schluss. Dann war erstmal Schluss bis 2003. Ihr seht es ja hier schon. Jason, das war schon klar, dass zwei Ikonen, die so groß Ja. geworden sind, nebeneinander her, ja. Also Jason gab es schon ein bisschen eher Ja. und wurde auch schon eher zu Grabe getragen, bevor er dann dieser Also für die, die es nicht wissen, wiederkehrende Killer wir reden war. von Freitag der Der 13. 13. Reihe. Na, wenn wir von Jason reden, aber so wissen ja die meisten. Ich glaube, die meisten Leute, die keinen Plan haben, die wissen, was damit anzufangen, eine Hockeymaske. Ah, Jason! Haben aber keinen Plan, dass das was mit Freitag der 13. Die zu tun hat. hast du die doch nicht zu Halloween getragen und die dachten, Michael, bist du's oder Ja, sowas? oh, ich hatte, das war meine Halloween-Maske. Ich bin als Jason Voorhees gegangen und es stand sogar neben mir ein Typ im Michael Myers-Kostüm und ich wurde angesprochen als Michael Myers. Und einer, der total Banane war, sagte zu mir, ey, den kenne ich, das ist Freddy Krüger. Ja, da muss sogar Kameraagent Jan Jan lachen. lachen, Was machst du ja. da eigentlich? Nebelkopf spielen. Ach so, Ja. mit Mysterio. Mysterio? Mysterio. Mysterio! Zurück zu einem anderen Nebelkopf und zwar Jason. Jason Voorhees. Bei dem war es ja dann auch so, dass seine Reihe irgendwann ein Ende fand, wie es auch Richtig? sein sollte, warum auch nicht. Nach gefühlt 20 Teilen ist ja auch mal 20 Schluss. Teilen, ja. Es war, glaube ich, der Oh Gott, Jason. neunte. Jason Goes to Hell, The Final Friday.
Gab es nicht noch Jason X im Weltraum? Der war danach, ja. Der war sogar, glaube ich, nach Freddy vs. Jason. Der war so schlimm. Jedenfalls wurde in The Final Friday die Filmrechte schon gekauft von New Line Cinema. Die lagen erst bei Paramount. Und da, deswegen kam das nicht zustande, dass dieses Crossover überhaupt passiert war. Ah, okay. Und als dann die Rechte abgetreten wurden an New Line, die haben den letzten Film dann produziert, gab es diese eine Szene am Ende, wo Jasons Maske im Sand liegt. Ja. Und ja. Dann kommt die Kralle von Freddy raus und zieht die Maske rein. Und zieht die Maske mit rein und der Film war vorbei und alle saßen da wahrscheinlich und dachten sich, es passiert, ja, es passiert. Und was ist passiert? Erstmal nischt. Fun Fact. Nischt? Schöne Grüße aus Mosten! Fun Fact zu der Szene. Das war übrigens der Darsteller von Jason, der den Freddy-Handschuh aufhatte. Der Kane Hodder, der den seit dem 8. oder 7. Teil gespielt hatte, hat dann diesen Handschuh. Hat die Freddy gemacht. Ja. Das ist ja geil. Gut zu wissen. Hat quasi dieses große Aufeinandertreffen eingeleitet. Und dann passiert, wie gesagt, erstmal nichts in den 90ern. Bis dann 2003, also Anfang der 2000er, es dann doch dazu kam. Ja. Kannst du dich noch groß entsinnen? Hast du irgendwie so einen Hype? Hast du das mitbekommen? Was? Ich habe damals den Film im Kino geschaut. Echt? War total. Also ich habe es damals tatsächlich geschafft, mir den im Kino anzugucken. Okay. Und war total fasziniert von dieser. Das war so diese Rebirth. Das war auch gerade die Zeit, wo ich angefangen habe, selber Kurzfilme zu machen. Mhm. Vorher habe ich halt immer nur diesen ganzen abgefuckten Mist mir angeschaut und habe dann Anfang der 2000er dann selber Kurzfilme. Ich habe Predator-Film nachgemacht, ganz schlecht hier im Leipziger Auwald, weil da gab es so eine Kameraeinstellung, dass du so eine Art Thermooptik machen konntest. Und ich bin dann mit der Kamera in Thermooptik dann rumgelaufen und habe dann immer diese knurrenden Geräusche gemacht. Und mein Kumpel in einer Bundeswehrbluse ist durch den Wald gerannt. Dann haben wir noch Kunstblut aus Farbe und Ketchup hergestellt. Ich habe das halbe Treppenhaus in der Theodor-Neuburger Straße eingesaut. Und da fing es dann an, das aktiv zu konsumieren. Und da war dann quasi die Rebirth dann, das war absolut geil. Ich fand den Film so mega geil. Der war natürlich voll 2000er-mäßig gemacht. Also, würdest du heute noch sagen, er ist ein guter Film? Jein. Weil ich finde es grundsätzlich geil, weil die zwei Figuren aufeinandertreffen. Ja. Optisch sehr, sehr geil gemacht. Also so diese zwei Welten prallen aufeinander. So wenn Jason in seiner Welt ist, so dieses mystische Camp Crystal Lake-mäßig. Ja. Freddy Krueger wiederum in seinem, endlich war wieder ein geiler Heizungskeller zu sehen. An sich mega geil. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen gestört hat, war dumme Teenager. Fast schon wieder zu lustig. Ja. Hätten sie den einfach nur die zwei Figuren in irgendeiner Traumwelt gegeneinander fighten lassen, also der richtige finale Kampf, wo die dann in dieser Crystal Lake Hütte sich gegenseitig im Feuer dann platt gemacht haben, war dann relativ am Ende. Es ging dieses Ensemble an Teenagern, die dort am Start waren. Da war da sogar, glaube ich, einzelne Sängerin von irgendeiner Kunst. Ja, Kelly Rowland von Destiny's Child. Ja, und dann noch irgendein Pothead. Das war halt zwischendrin. Jay aus Jay und Silent Bob. Ja, das war so ein bisschen wahrscheinlich der popkulturellen Zeit damals alles was geschuldet, dass sie da so eine. Was war's? New Angel? No Doubt, No Angels? Wie ist die Band? No Doubt oder No Angels? Wie ist die Band, wo die Roland ja? Destiny's Child, ja, der ganze Mist. R&B, Shit. Also die Popkultur hat man schon gemerkt in diesem Film. Ja, das war halt schon. Die Teenager haben sich richtig Banane verhalten. Ja. Am schlimmsten fand ich, und das ist immer das ganz Schlimme, das hast du bei vielen, diesen Film aus dieser Zeit, ob das Fast and the Furious ist oder irgendwelche anderen, du hast jedes Mal, wenn du so eine Party-Szene siehst, irgendwelche Vollidioten da, die mit irgendwelchen LEDs irgendwelche Wirbeldinger da machen. Ja. Ich verstehe es nicht. Anyway. War doch im Feld, ne? Im Feld, ja, wo dieser Typ mit diesem Scheiß da rummehrte und da war so ein Rave-Party irgendwo im Maisfeld. Und ich fand ich mega geil, aber jetzt... Also für mich hat er den Test der Zeit nicht bestanden. Also filmisch. Finde ich scheiße, ja. Aber von der Sache her geil. Also dafür, dass es passiert ist, wirklich passiert ist, als war's Fan. War's gut, ja. Aber auch die Idee, wie es dann dazu gekommen ist, dass Jason ist ja immer so dieses, in Anführungszeichen, Muttersöhnchen gewesen. Also ja, stimmt, der hört auch seine Mutter, der hat auch die Stimme von seiner Mutter im Kopf. Dieses typische Freitag der 13. Geräusch, dieses entsteht aus Kill Him, Mama. Also, what? Ja. Really? Ja. Als die Mutter von Jason im ersten Teil. Kill him, Mommy! Ganz genau. Das haben die gesampelt und dann diesen typischen Sample draus gemacht. Geil! Ey, beim Ted Land oder was? Ja. Apropos zur Mutter. Der Film fängt ja so an, dass Freddy sich in die Mutter verwandelt von Jason. Weil Freddy kann nicht mehr zurückkehren. Ja. Es hat niemand mehr Angst vor Freddy in der Elm Street. Stimmt. Wie schafft er es? Er guckt einfach, ob es da noch einen ähnlichen
Bösewicht gibt. Bösewicht wie ihn gibt und den hat er gefunden, angeblich in der Hölle. Also der Hölle. Die Story ist grob, Freddy Krueger braucht wieder Energie aus den Ängsten der Kinder, aktiviert irgendwie Jason, macht Leute platt, die beiden kämpfen miteinander, zwischendrin sind irgendwelche Teenager mit am Start und am Ende... Gewinnt keiner eigentlich. Genau, denn ganz am Ende ist es so, dass in der realen Welt, in der Realität kämpfen Jason versus Freddy, machen sich gegenseitig platt und versinken dann beide sterbend im Crystal Lake. Und danach nochmal kommt Jason aus dem Wasser. Mit Freddys Kopf in der Hand. Der in die Kamera zwinkert. Genau. Da frage ich mich auch, wieder dieses Thema, Freddy wäre eigentlich tot im realen Leben. Richtig, genau. Jason hätte den abgeschlachtet und wäre es das gewesen. Dass Jason in der Realität ja irgendein Untoter ist, der immer wiederkehrt, ist klar. Das wissen wir ja. Aber Freddy Krueger nun aus seiner Traumwelt in der Realität platt gemacht, macht jetzt an sich keinen Sinn. Und was auch das Schlimme an der Sache ist, dass sie ja diesen geilen Cliffhanger draus machen und dann ist aber nie wieder was passiert. Obwohl Robert Englund mal in der Talkshow gesagt hat, Teil 2 kommt. Ja, geil wär's. Ja. Und gab es nicht noch Stichwort Hellraiser? Ich wollte es gerade sagen, die Idee, wie der Film eigentlich enden sollte, dass sich Freddy und Jason in der Hölle wiederfinden, dann ein Haufen Ketten mit Haken kommen und Pinhead vor beide tritt. Gentlemen, kann ich Ihnen helfen? Ja. Leider waren die Rechte für Pinhead dann noch bei Miramax, bei der Firma, und da ist das dann nie passiert. Ja. Ich stell dir das mal vor, so ein Justice League-mäßiges Ding jetzt mit diesen ganzen Horrorfiguren. Aber das wäre wirklich ein geiles Ende gewesen, denn das Ideenreichtum, als Freddy dann in der realen Welt war null. Also, wie gesagt, die haben ihm dann auch irgendeine Kraft gegeben, wo er mit Jason mithalten konnte. Ja, also es war im Endeffekt dann... Nur, dass es halt irgendwie noch einen Showdown gibt. Ja, so sinnlos wie bei Teil 6, als sie ihm in die Realität geholt haben und den, kurz diese Appearance in diesem Heizungskeller von diesem Jugendheilanstalter dort, diesem Jugendheim da irgendwie. Ganz genau. Aber an sich... Ich fand es geil, die zwei Figuren aufeinander zu treffen. Und ich fand halt auch diese, optisch war das geil. In Jasons Welt, in Freddys Welt. Also auch dieses Farbgrading. Bläulich-grün bei Jason, rötlich bei Freddy. Ganz genau. Und wie die sich dann gegenseitig platt gemacht haben. Und es war halt einfach auch von der Maske geil gemacht. Die Effekte waren geil. Ja. Leider halt zu sehr 2000er-lastig mit diesem. Das war's. Das ist so dieses. Vielleicht hätte er auch in einer anderen Zeit spielen sollen, 80er. Die hätten, es ist ja jetzt heutzutage so, oder seit ein paar Jahren, seit Terminator Genesis. Nicht nur da, auch bei Texas Chainsaw Massacre, das haben sie auch in den 70ern spielen lassen. Genau, es ist ja heutzutage kein Ding, die Filme dann wieder in dieser Zeit spielen zu lassen, dass es alles auch ein bisschen authentisch wird. Als Beispiel die Serie Glow, die ich jetzt gerade schaue auf Netflix, 80er Jahre Wrestling-mäßig, und die bringen es echt, es fühlt sich geiler an, wenn so eine Geschichte, die in den 80ern damals seine quasi Höhe der Zeit hat, oder sein Zenit, das dann auch dort anzulegen. Klar, wie zum Beispiel, da fällt mir jetzt nach Halloween ein, dieser neuere, der jetzt erst letztes Jahr ins Kino kam. Da macht es ja wieder Sinn zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Gegenwart, aber bei solchen Sachen hätte man es dann in den 80ern belassen können. Hätte man es, obwohl die es gut gemacht haben. Also da waren wirklich nur subtiler, moderner Ton drin. Ja? Also da hat es gepasst. Aber nee, Stranger Things zum Beispiel macht es gut. Ja. Lässt es da spielen. Ja. Super 8 damals von Super Spielberg 8, war auch geil gemacht. Genau. Es hat sich halt, du hast gewusst, du guckst einen Film, fühlt sich dann wieder zurückversetzt. Fühlt sich dann zurückgesetzt. Und das ist immer so das, wo ich sage, gibt es zum Beispiel auch das Beispiel I, Tonya, dieser Film über Tonya Harding, die Eiskunstläuferin, mal vollkommen anderes Thema. Der war auch sehr geil, authentisch, 80er, Anfang 90er mäßig. Die Leute aussahen. Ja, mit so ein bisschen Effekt. Das muss ja nicht mal viel sein, reicht das vollkommen aus. Ja. Na gut, geben wir einen guten mittleren Daumen. Ja. Also ich würde ihn auch immer wieder über das Remake stellen. Also da möchte ich gar nichts drüber verlieren. Boah, das, denn das ist kompletter Scheiß. Es gab nochmal einen Neustart von Nightmare on Elm Street. Ist ein komplettes Remake. Ja. Und da ging alles gegen die Wand. Also habe ich im Kino gesehen, sonst habe ich nichts von Nightmare im Kino gesehen. Und da ging alles gegen die Wand. Von Hommage nach dem Motto, Freddy, der aus der Wand kommt, aus der Badewanne kommt. Das sieht so alles schlecht. So dämlich aus. Auch die Figuren, wie die sich verhalten. Diese Szene Freddy aus der Wand, es ist so krass. Es gab ja, wie gesagt, nochmal einen Remake von Teil 1. Teil 1 aus den 80ern, als Freddy aus dieser Wand rauskommt, über Heather Langenkamps Nancy's Bed, das sah so geil aus und es war ein physischer Effekt. Das war wirklich mit... Weil es auch da war. Es war eine Gummiwand, wo sich durchdrückt und so weiter und dann so einen hässlichen CGI. Und dann sieht das so kacke aus, wo ich mir denke, Leute, das beste Beispiel für ordentliche Effekte, The Thing. Ja. Wo ich mir sage, ohne Animation, ohne alles nur Puppen und Gedöns, sieht so geil aus. Und heute, echt, ich finde es... Anyway. Es soll ja vielleicht nochmal was kommen. Im letzten Jahr zu Halloween
wurde Robert Englund nochmal aufgrund des Erfolges von Halloween, dem Film mit Jamie Lee, also dem neuesten, gefragt, wie es dann aussieht. Und er sagte, einmal würde er es noch machen. Wenn das Drehbuch ernst ist, wenn das nochmal genauso ist, wie das jetzt der Hype von Halloween generiert hat, dann würde er es noch einmal machen. Na, fit ist er ja noch. Du hast ihn ja noch. Er hat ihn ja auf der Convention getroffen. Ganz genau. Und der macht ja noch einen guten Eindruck. Der sitzt ja dann auch immer in den ganzen Fan-Talks mit zusammen. Und ja, ist ja noch, ist jetzt nicht so ein, also als wir zum Beispiel Doc Brown Darsteller... Christopher Lloyd gesehen hatten, der saß in dem DeLorean und dachte dir, uiuiui, der macht sich mal lange. Dann siehst du einen Bericht auf Pro7 oder da tänzelnderweise rum. Tänzelt rum, ja, der hat einfach keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock gehabt, ja. Und bei Robert Englund siehst du halt immer diese Appearance, dieses... Der redet ja auch unheimlich gerne über das, was er, was er gemacht hat und was er jetzt immer noch so macht und gerne machen würde wieder, ja. Der hat dann nochmal für so eine Ami-Sitcom nochmal den Freddy gemacht in einem Halloween-Special. Okay. Und das sah schon wieder cool aus, ja. Also man merkt ihm das Alter an. Aber wenn es gescheit gedreht ist, also wie gesagt, Halloween hat da jetzt schon so ein bisschen wieder die Tür aufgetreten, die Messlatte hochgesetzt für ernsthafte Horrorfilme aus den 80ern. Wäre cool, nochmal einen richtigen Abschluss zu kriegen mit das so einem geil, Film. Ja. Das ist ja so Trend jetzt auch geworden, diese ganzen Reihen dann, was schlecht war, einzustampfen, ja. Die schlechten Filme. Das ja, das ist Terminator einfach so sein wird. Dass das übersprungen wird. Ganz genau. Also ich würde es mir wünschen. Und noch ein bisschen die Kuh melken jetzt, bevor es... Ja, ganz klar. Bevor die Darsteller dann wirklich den... Ja, ins Grab fahren, wie wir es im Hintergrund sehen. Und abfahren ist auch ein gutes Thema für... Und da ist wieder so ein hässliches Filmkind. Wie letztens bei Teil 5. Ich habe nichts gegen Kinder, aber ich hasse so eine... Ja, der ist nicht so wie der Jacob. Jacob war ja die Messlatte an hässlichen Filmkindern. Ja, oh, glaube ich, glaube ich. Lass bitte, liebe Regisseure, lasst Kinder aus dem Spiel. So. Stellt die da mit CGI-Figuren. Ja, nee. Genau. Ich würde sagen, das war so ein Abschluss nochmal für die letzten beiden Teile der Originalserie, Nightmare. Und wir werden wahrscheinlich das Wort Nightmare nicht mehr so oft im Jahr 2019 in den Mund nehmen. Wir sind, glaube ich, erstmal durch mit dem Thema. Ja. Ja. Gut. War es das erstmal für diese Folge, für diesen Freitag. Nächste Woche bist du dran. Yes. Mit einem schönen Thema. Magst du schon verraten? Ja, maybe. Yes, no, maybe so. Es geht um Walt Disney. Was kann das nur sein? Es ist nicht Star Wars. Es sind keine dämlichen Musical-lastigen Animationsfilme. Es ist auch nicht Ariel, sondern es ist eine der leider viel zu selten prämierten Klassiker. Tron. Ein Thema, über das wir gespannt sein können. Richtig. So, bis zum nächsten Mal. Ahoi, schönes Wochenende. Jetzt aber raus.